Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Arena Let's Play von mir. Und ich bin nicht alleine zum Glück, denn ich habe Günner an meiner Seite und Jona. Grüßt seid ihr zwei. Jo, Grüße zurück, genau. Hallo und herzlich willkommen. Unser Salvete Spectators, total spontane Gruppenformation. Ich komme gerade aus der Schlacht raus, nehme gerade noch ein anderes Let's Play auf. Also haben wir nur ein Live-Battle kommentiert und auf einmal dann so, oh, Gruppeneinladung von Cornelius Drake. Da habe ich gedacht, oh, da kann man ja nicht Nein sagen. Da muss man doch eigentlich direkt annehmen. Ne? Das war auch ein Zufall. Ich habe gerade einfach mal Bock gehabt zu spielen. Jona war gerade online, habe gefragt, ob er Bock hat zu kommen. Und dann schon sind wir drei Leute. Ja, so schnell kann das gehen, ne? Ah ja, guck mal hier, da steht ja, ich habe eine WhatsApp von dir. Ja, wir sind im CS, falls du kommen möchtest. Siehst du mal, hat geklappt, ne? So wie super, Gedankenübertragung. Also war auch meine natürliche Reaktion, dann direkt auf den TS drauf zu wechseln. Und wir spielen Tier 4, ne? Ich spiele Kynane, wen spielst du denn? Ich spiele den Leonidas mit Piken. Jawohl, nice. Hast du schon mal Piken gespielt? Einmal und ich habe verkackt. Ja, Piken ist tatsächlich très difficile, wie die Franzosen sagen würden. Richtig, vor allem wenn man keinen Support hat, der dich irgendwie unterstützt gegen Fernkampf oder so, da hast du echt Probleme. Ja, da hast du ja mich jetzt mit der Kynane, ne? Und dann haben wir noch den Jona, der auf jeden Fall mit der Kaff alles wegräumen wird, was richtig du so vor dir hertreiben kannst. Ne? Ich glaube, da kann man richtig ganz gut Spaß mit machen. Augustus-Korridor auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das so die. Es ist eine gute Map für unsere Konstellation. Ich habe die noch tatsächlich noch nicht so oft gespielt, glaube ich. Muss ich nochmal gucken. Geht, da ich das da hinten die Felder sind, haben wir mit der Kaff relativ viel Spielraum. Ja. Geht. Ah ja, okay, das. Ja, ja, jetzt weiß ich wieder, da kann man dann so ein bisschen hier. Da kann man das Lager dann mit dem Bogenschützen so von diesem Hügel da ganz gut runter verteidigen und so, falls dann Cap kommt, ne? Ist genau die Frage. Weil mir jetzt gerade noch was einfällt, ja, wenn wir schon dabei sind, wir hatten ja letztens mal drüber gesprochen gehabt, und zwar ist der TS jetzt auch endlich bereit, für euch Zuschauer mal mit uns zu zocken. Ich weiß gar nicht, hat das im Video mal erwähnt, genau? Sehr geil, ich habe es noch nicht explizit gesagt. Gehen wir auf 8, 9, 10? Ja, machen wir 8, 9, 10. Ich gehe mal auf 9, ja, du rückst genau, hinterher und ich ziehe mich gegebenenfalls hinter dich dann zurück, falls irgendwer ankommt, ne? Und ich würde vorschlagen, Jona, meinst du, schaffst du das hier, den Watchtower zu capturen? Oder wird dir das zu heikel? Er kann ja mal vorreiten und so scouten. Geht ja auch schon. Mein eigenes Team hat schon ein relativ hohes Tier. Also mal schauen, wie die gegnerische Kaff ausfällt. Das kann nämlich böse enden dann. Aber ich probiere es mal. Gut, okay. Also ich laufe direkt mal mit für Support, ne? So, und der TS ist ready, hast du gesagt, ne? Ja, genau, der TS ist ready, ihr könnt jederzeit draufkommen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Einfach kopieren und einfügen, es gibt kein Passwort. Und dann kommt er einfach in den Total War Arena Channel rein und das sind bestimmt immer mal welche zum Zocken. Cool. So, wenn wir den jetzt kriegen und Vision haben. Haben wir, nice. Oh, Steinschleuderer. Oh ja, die sind gierig. Da müssen wir gucken. Positionieren sich da gleich vorne. Die rangen mich weg. Ach, ja, genau. Reite da mal so ein bisschen rum. Guck, dass wir die Vision nicht verlieren. Stell dich so ein bisschen hinter dieses Haus da, hinter diesen Turm mit so einer angeschlagenen Einheit, weil wir brauchen hier die Vision. Sonst bin ich geliefert, wenn er mit den Steinschleudern kommt. Aber ich stelle mich nicht mit allen drei Einheiten, ne? Nee, der schießt auch nur. Kommt noch mehr. Bogenschützen sind auch noch da. Tier 4. Ja, der schießt auch nur auf den Spot. Ich nehme mal eine dieser Bogenschützeneinheiten unter Beschuss. Der Schleuderer. Laufschritt. Und dann ziehe ich mich auch gleich wieder zurück. Oh, Fokusfeuer auf dich gerade. Genau. Ja. Pass auf. Auf mein Ziel. Doch, da sind auch Hobliten leider dabei. Ja, ich muss jetzt zurück jetzt. Ich glaube, schlauer wäre es von hier aus oben zu schießen, weil da kann er dich nicht sehen. Du kannst ihn vielleicht aber auch aufreiben, weil der keine Hopliten da mehr hat, sondern der rusht ja jetzt. Der will mich ja haben, da kannst du mit der Kaff über die Flanke kommen. Ja, wenn er kurz. Und ich gehe jetzt hoch hier auf den Hügel und versuche ihm in die Seite reinzufeuern. Ich drücke mal. Da würde ich mal zwischendurch sneaken jetzt mit der Kaff und die Fernkämpfer kannst du alle abräumen. Ja, mache ich ja schon. Alles so, sauber. Piken sind da. Ja, nice. Der ist weg. Krieg ich hier noch? Der Tod hat mich gefunden. Oh shit, die haben meinen Gen gekillt. Oh fuck. Aber die ganze. Oh, die Fernkämpfer wurden erwischt. Da kommt übrigens Kaff, pass auf, Jona. Ja, mache ich schon. Ah, oh, diese Scheißkraft ist so dumm im Charge manchmal. Also, erstmal schnell hier rein. Oh, da hast du die Bogenschützen schön erwischt. Oh. Und die erwische ich gleich nochmal.
So, die Steinschleuder jetzt auf mich zu. Kannst du da Kaff noch rausholen oder war es das? Das waren zu viele Kavalleristen auf einmal. Da war nämlich noch Schockkavallerie dabei. Oh shit, so, meine Jungs, die schießen mir nicht richtig. Steinschleuderer. Ja, egal, ich kann die Schützen wegmachen. Oh, Fug, ich Alter. Ich hab den Steinschleuderer. Was macht denn die? Ach, Mann. Manchmal, da spacken die Einheiten so rum. Und wie hat er denn, wie kann er mich denn überhaupt sehen? Das frage ich mich gerade. Der muss mich noch markiert haben oder so. Ist unsere Kaff weg oder haben wir nur noch eine? Oh, wir haben noch eine Kaff. Dann würde ich doch mal empfehlen, ich stelle mal eine von meinen entbehrlichen Fernkampfeinheiten auf den Watchtower-Spot. Ich würde deine zurückziehen, Conny. Auf jeden Fall da hinter den Turm. Hab ich vor. Oh shit, der macht mich weg. Zwei Mann. Tapferen Kühner Soldaten. Okay, da kommt nochmal einmal Kaff, also ich bräuchte Piken-Unterstützung von dir dann. Weil ich mit meiner Kaff echt no chance gegen diese Kaff hab. Ja, ich halte mich aber noch ein bisschen auf Distanz. Aber ich glaube, der committet gerade, wir kämpfen ja hier in Unterzahl, in deutlicher Unterzahl. Und der committet hier so viele Einheiten, dass wir das die Base capturen werden. Ja, in meinen Augen werden wir das, wir sind zwar noch hinten, aber ich glaube, wir müssen das eigentlich gewinnen. Ja, weil der, ich glaube, die Verluste sind nur auf unserer Seite so stark. Geh mal zurück, dann hast du ja, dann mit den zwei Einheiten, kannst du den Turm halten, den Watchtower. Nee, da verreckt mir meine Einheiten. Guck das mal an, da war eine Salve jetzt gerade von seinen Steinschleudern, die haben mich jetzt schon so hart getroffen. Trotzdem mich komplett zurückziehen. Oder diese Tier 5 Kavallerie. Ich kann die im Nahkampf. Was finden. Machen die? Pieken da? Nein! Oh, du hast dich mit dem Rücken zu denen gedreht. Mist! Ich kann die Kraft verfolgen. Ich versuche die Kraft zu bekommen, währenddessen wenigstens. Ja, das tut dem weh. Das tut dem wirklich weh. Ja, ich schieße noch weiter auf die Kaff. Vielleicht tust du die Piken rausziehen, weil gerade machst du mal eine eigene Kaff. Ich sehe es gerade. Ein bisschen viel mehr Micromanagement als sonst. So, ich werde jetzt mal hier drüben flankieren. Alter, diese Schützen, das ist ja Wahnsinn. Ja, da hast du keine Chance gegen. Wobei, ich meine, wir haben ja, das müssen wir jetzt aber auch noch der Fairness halber sagen, das ist jetzt kein Geflame, ne? Wir haben halt vorher ganz klar gesagt, wir spielen nur Tier 4, ne? Und ich meine, Steinschleuderer sind halt Tier 5, ne? Könnte man jetzt ansonsten halt auch spielen. Ich habe auch gegen Tier 5 Kavallerie gar gekämpft. Und aber ja, dann ist es halt eben ein bisschen witzlos, ne? Aber ich würde gucken, solange der da halt Vision hat, können wir da nicht viel machen eigentlich, für meine Begriffe. Ich versuche mal, aber der schießt meine Kraft. Die Vision ist weg, Leute. Die Vision ist weg. Ah ja. Okay. Nein, Schauer sind so schlimm. Ja. Vision ist weg, jetzt haben wir wieder Vision. Der ist da wenn halt. Wenn er jetzt auf seine Piken schießt, dann versuch ich mal die Schützen zu holen. Oder ist Kaff? Ja. Egal, ich krieg vielleicht. Nee, da. Oh, das sind schon wieder Hopliten davor. Warum denn? Ja, die Hopliten laufen aber nach links. Du musst eher bei der Kaff aufpassen. Ich lock mal die Kavallerie in deine Piken. Vielleicht funktioniert das. Zu spät. Hat nicht funktioniert. Dreh um. Egal, er hat seine Ability gewastet. Ja, du kannst so ein bisschen tanken, wenn du Bock hast. Ich schieße jetzt nochmal auf die Bogenschützen, aber ich habe leider nicht mehr viel auf der Pfanne. So, ich versuche dir jetzt zu helfen. Aber du tankst echt ganz gut. Du tankst gut weg, du tankst gut weg. Ja, ja. Ich habe ein bisschen die Bogenschützen hier erwischt. So, jetzt ich krieg die Bogenschützen da. So, ah, jetzt habe ich die Piken noch, oder? Nee. Ich nicht. Komm, nein! Geil. Oh, sie laufen leicht dran vorbei. Gerade. Ich und wir zwingeln die einfach mal jetzt. Kaff nochmal zurück. Guck mal, jetzt haben wir die Piken, die ganzen Fernkämpfer hier, die sind umzingelt alle. Ja, du holst ja die kommt Kaff nochmal, pass auf. Oh, ich darf nicht aber die reinreiten. Oh, ich vergesse immer, ich bin an Rome 2 gewöhnt. Oh fuck, von hinten! Shit! Da kommen noch einige Einheiten von hinten. So, ich lauf mal hinter die Piken von Piken, ja. Corny. Ja, schön vorbeigerannt, ey. Komm, dreh dich um. Nein! Dreh dich um! Hab ich ja vor, die machen's nicht. Ach Mann, ey. Oh nein, er hat deine Einheit aufgerieben, jetzt bin ich weg. Jetzt sind wir im Eimer. Da habe ich keine Chance mehr. Ach nein, ey. Ah. Oh, aber so viele Punkte eingesteckt hier. Die Micro. Wow, ich hab im vorletzten Platz. Echt jetzt, ey? Ich glaube, ich habe gar nicht so mies gespielt. Aber es ist so undankbar mit Bogenschützen. Oh, ist ein echter Kampf da um dieses Lager, ey.
knapp aus. Ja, ist auch die Frage. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen werden. Nee, leider nicht mehr. Schade. Ja, die haben unser Lager jetzt auch. Wir haben die falschen Tier-5er einfach, ne? Weißt du, wir brauchen Fernkampf-Tier-5er, ja? Und ja. Kraft-Tier-5er. Und warte mal, der hat Tier-6? Alter, was geht denn ab? Ja. Dann sind aber wir nämlich halt nur, wir sind halt an der, wir sind halt am untersten Limit, ja? Also dann haben wir nur, dann sind wir halt von den Einheiten, Tiers waren wir die schlechtesten im Team halt, ne? Das ist halt schon atzlig, muss ich jetzt mal sagen. Dann hast du ja nicht so viele Chancen. Ja, aber das gewinnen wir nicht mehr. Denn der macht das ganz clever da oben, der blockt der Admin-War, der blockt da oben die Speerkämpfer weg. Und währenddessen schießen die Fernkämpfer die halt capturen. Der charged doch nicht wirklich rein. Oh Gott. Der ist wirklich reingecharged, ey. Ja, nicht ja, der loost auch ganz gut Einheiten dafür, ne? Ja, der hat eben guten also sind leider nicht Viertel fast verloren. Dafür. Ja, aber also, finde, da war leider nicht mehr drin. Schade. Ja, schade auf jeden Fall. Ich finde ganz ehrlich, die hätten mal für die Piken auch ruhig Lower Tiers machen können, dass man da sich zumindest gegen die KI ein bisschen trainieren kann. Wäre gar nicht mal so blöd gewesen. Ja, muss ja, die, ja, das ist richtig, ja. Weil die spielt sich so extrem anders als die Obliden-Phalanx. Mhm. Ich gebe auch zu, ich spiele eigentlich lieber Obliden. Ich finde die Piken, die sind mir einfach doch eine krasse Nummer zu unbeweglich. Das ist echt hart, ja. Sag mal, darf ich dann auch Tier 5 spielen? Na mach, hau rein. Weil ja. Dann spiele ich nämlich auch Schleuderer. Schleuderer! Die bocken nämlich mehr. Schleuderer! Da hätte ich den vorher, wenn ich Schleuderer gehabt hätte, ey, ich hätte die so rasiert, ne? Weil ich hatte halt schon die, ich hatte halt schon den ersten Schuss jeweils und mit den Schleuderern bist du halt viel früher in Reichweite und so, ne? Naja, egal. Dann bin ich bereit. Bin auch ready. Wir müssen das Feuer des Krieges anfachen. Ja. Aber das Schöne ist, dass man mit dem Piken wenigstens auch ganze Gegenden abdecken kann, wo keiner durch kann. Also, ich meine, ich konnte mich vorhin so breit aufstellen, da hätten die nicht durchgekonnt. Ja. Wäre die nie geblieben. Ja, du bist halt einfach mit den Hopliten mobiler, finde ich. Das ist doch der große Vorteil in meinen Augen. Wenn du halt Leonidas spielst, sind die normalen Hopliten halt auch einfach unfassbar stark, ne? Aber ja, das ist halt schon, also da muss man halt, das Problem ist halt hier, wir kämpfen gegen eine Überzahl, ne? Wir haben ja gegen 4 Stacks gekämpft und da bist du mit den Piken, wirst du einfach so super leicht ausmanövriert, ne? Das ist dann einfach der große Nachteil. Du musst dann halt wirklich die Choke Points irgendwie dicht machen und da gibt es auf der Karte einfach nicht so viele, wo der Gegner halt lang läuft, ne? Das hat man hier ja ganz gut gesehen, ne? Und da hast du mit dem Leonidas immer den Vorteil mit dem im Schatten kämpfen oder wie auch immer das heißt, ne? Ja. Wo du dann halt auch den Beschuss durch die Fernkämpfer, durch die gegnerischen besser wegstecken kannst, dann kannst du mal ganz gut Fernkämpfer supporten, aber gut. Ich muss auch sagen, ich war auf der Karte jetzt auch nicht so erfahren, die habe ich noch nicht so oft gespielt, hat man bestimmt auch gemerkt und es war auf jeden Fall ein zu großes Risiko, die Schleuderer so früh zu attackieren. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass der mich sieht, also dass ja, er so eine krasse Sichtweite hat. Davon bin ich nicht ausgegangen. Aber wenn er Quinane gespielt hat, hat er vielleicht Jagd aktiviert oder so. Ja, denke ich auf jeden Fall, dass das war. Ja. Oh, wobei, da muss er ja näher dran sein vorher. Also. War aber auch leicht auf dem Hügel, dann ist die Vision natürlich ein bisschen länger. Stimmt, ja. Naja, Vision würde mir jetzt nichts mehr nutzen, falls wir nochmal so ein Match haben. Ich habe nämlich jetzt Stein. Ach du Scheiße, Rubicon. Boah, Rubicon ist krass, ey. Da spielen wir bitte defensiv, ey. Ohne Witz. Also, oh ja. Da heizen die Spieler immer so grenzdebil über den Fluss drüber und verbrettern einfach ihre Einheiten immer komplett bei den Gegnern. Das ist so frustrierend. Und letztens war auch geil, da hat dann einer geflamed. Der ist mit seinen Einheiten, weiß nicht, was er gespielt hat, irgendein Römer halt, ne? Rennt mit allen Einheiten erstmal über den Rubicon, wird komplett zermalmt und beschimpft uns dann als Pussys, weil wir halt gesagt haben, wir rushen nicht, ne? Aber was willst du da auch machen? Ja, das ist eigentlich die perfekte Karte für Arty.
Ja, definitiv. Wir haben ja zwei Artillerie dabei. Wir haben nur einen Cäsar, ne? Aber wenn ich Steinschleuderer spiele, dann kann ich auch so ein bisschen wie Arti sein. So ein bisschen. So die, die Arti des kleinen Arti. Mannes, ja. Oder der kleinen Frau halt hier in dem Fall. Ne? Mal schauen, die werden auf jeden Fall auch Arti haben. Mhm. Mhm. So, wohin? Ich gehe auf die 5 und auf die 4 und die 6 oder so. Machen wir so. Ich weiß nicht. Also, bist du sowieso ein bisschen zurück, oder? Ja, ich nehme mal an, wenn wir jetzt hier einfach den Fluss deffen und irgendeiner so blöd ist. Ja, ja, wir deffen den Fluss auf jeden Fall und guckt, dass ihr mir ein bisschen Vision gebt, damit ich hier schön rumballern kann. Ja, das wird wahrscheinlich mein Part sein. Ja, richtig. So ein bisschen. Du bist ja beweglich, musst ja auch nicht alle Kaff-Einheiten sofort committen. Jo, ich schieße erstmal hier auf seine... Ich schieße erstmal auf seine Fische jetzt frontal drüber. Ja. In den Rücken, in den Rücken, in den Rücken. Ja, nochmal. Gib. Scheiße. Oh, yes. Okay. So, ich hau wieder ab. Das war's. Schuldigkeit ist getan. Oh, Achtung. Oh, ich werde auch attackiert. Okay. Also hier drüben sind noch die. Ah, so ein Aslak, ey. Shit. Jetzt habe ich keine Vision mehr. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Der Typ, der hat auf jeden Fall gut die Reichweite. Achtung, der schießt auf dich, Corny. Ja, ich sehe es, ich habe schon meinen Schutzmodus an. Genau, ja, Atem super. Das Gegner ist ganz links, also sollte man nicht safe sein. Du könntest mir aber gleich mal, warte mal, ich laufe mal hier einmal hinter den Felsen rum und dann kannst du mir gleich nochmal Vision auf seine Steinschleuderer geben. Der hat nämlich genau. Nur eine Einheit Steinschleuderer und die bolzt sich ihm dann gleich weg. Achtung, Jesus, du bist geballert. Oh ja. Das war richtig hart. Alter. Jawohl. Boah, die rasieren aber auch. Ich mache eine Reichweite, das ist jetzt lauf mal einfach gleich so ein bisschen vor. Vernichtet sie! Ah, fuck! Jetzt kriegst du Vision in. Ja, super, okay, ich komm. Oh, ich kann diesen Scheiß helfen. Doch, du bist super, du wirst nicht getroffen von ihm, du bist viel zu schnell für den. Einfach schnell rumrennen, renn rum. Ja. Jetzt hast du, perfekt. Oh, der war jetzt gut, der Trepper. Ja, gib mir nochmal Vision. Ich hab den gleich. Gib mir nochmal Vision. Super, super sauber. Nice. Das läuft. Oh, das hat geregnet. Auf mein Ziel. Vorsicht, da sind irgendwelche Pfähle da am Start. Nicht innehalten. Nee, es sind diese Schildwelle dort, die vom Spiel aus schon da sind. Ja, nice. Oh, noch einen schönen Charge rein. Ja, geil. Ja, geil. Feuer konzentrieren. Ja, genau so. Okay, die sind weg. Wir haben nur noch ein paar Mann und das war's. Da wird's ja auch Kavallerie im Rücken von denen. Da kommen jetzt Bogenschützen, gell? Die kannst du bestimmt danach weghauen. Versuche ich. Ah, da drüben ist diese getarnte Kavallerie. Bei denen schien noch Kavallerie in der Base drin. Ich weiß gar nicht, wäre gar nicht schlecht für unsere. Ah, die kommen jetzt raus. Die werden immer als eigene angezeigt. Und da ist auch ein Teammate von uns drin. Alter, meine Kav ist ja langsam. Könnt ihr mal laufen? Ah, nee, das ist getan. Der hat auch was recht. Ey, wie langsam ist meine Kav? Ah, okay, meine Kav ist tot. Also eine Kaff verloren. Oh, die Arti wird gecatcht, hinten ist es nice. Oh, guckt euch das an hier. Ja. Oh. Das tut weh. Das ist ein guter Vorteil für uns. So, dann gebe ich dir nochmal Scout. Sehr cool. Ich auch. Also vielleicht sollten wir ein bisschen weiter links. Ah ne, du kannst doch hochschießen sogar auf die Klippe. Dann passt's, ja. Ja, wenn er es sehen kann. Aber oh, da hast du aber auch wieder ordentlich. Okay, aber das ist Kaff neben uns, gell? Tier 6. Ja, hinter uns, auch bei der Arti. Oh, okay, dann ich unterstütze mal schnell bei der Arti. Pass auf, dass du da nicht in die Fehler reinrennst von uns, ja? Ich weiß ja, nicht, ob das bei Kaffen Damage noch macht. Ja, das macht immer Damage. Okay, der will jetzt capturen, oder was? Genau, kannst du mit der einen Kaff nur gucken, dass er mich nicht, nicht abfängt? Dann die cap ich nämlich jetzt. Oh, fuck, Arti, oder was ist das? Ja! Ah, okay, du bist da hinten, okay. Ja. Oh. So ein scheiß Skorpion ist da hinten positioniert. Bei uns? Keine Chance, was zu machen. Ja, bei uns hier drüben, hier irgendwo. Und da kommen die Schüsse. Okay. Achtung, der will mich da abfangen. Ja, ich komme gerade. Super. Wenn du mir die 1 da lässt, dann kann ich da abdecken. Aber die anderen Truppen halt leiden hart durch diese scheiß
Skorpion. Ich muss meine Kaff abziehen, ich muss meiner anderen Kaff-Einheit helfen. Ja, rasier mal. Oh, in den Rücken rein, nice. Ja, da ist Kaff hier hinter uns. Ja, ich deck die hier einfach mal. Du kannst dich dazwischen mich stellen, ja? Ich werde dort einen Trupp pieken für dich lassen. Der kommt jetzt, der will mich jetzt von vorne erwischen, auf jeden Fall. Da ist die Kaff auf der Flanke. Ja, und kaum sie die Piken da, hauen sie ab. Vernichtet sie! Oh, da ist die Artient. Ja, sie holen sie. Ja, endlich. Geil. Okay. Da, die wird geholt. Nice. Unsere Artient lebt wieder. Ist wieder safe. Auf was schießen ihr da? Auf Kaff. Auf. So, da hinten kommt eine Einheit Plänkler. Die attackiere ich mal. Komm hinterher und helf dir mal, ja. Wer soll mal seine scheiß Kaff jetzt umdrehen? Ich will die jetzt mal catchen. So, damit sind schon mal die Plänkler weg. Die Art, die das hier ist keine, wieder. Das ist keine Kaff von uns, ja. Uns ihr Lager. Ist da oben Kaff? Ich sehe da keiner. Du musst aufpassen, wenn du durch meine Einheiten durchrennst, dass du da kein Feuer von mir fängst. Genau, die Kaff hinter dir ist übrigens keine, das ist nicht gut. Das okay, weiß ich Bescheid, aber die hat gerade ordentlich gelitten. Ja, die sind gerade durch Fehler geritten. Oh. Oh fuck, ich bin deine Piken reingecharged. Das hab ich nicht gesehen. Es ist keine Phalanx drin. Ja. Nee, das war ich, sorry. Okay. Oh ja. Ja, endlich. Oh, die Schlacht ist schon vorbei. Na toll, endlich habe ich meinen Kampf und dann ist die Schlacht schon vorbei. Schlecht. Gibt's ja nicht. Aber das hat diesmal gut geklappt, oder? Ja, diesmal ganz gut, wirklich. Ja. War souverän. So, ich bin nicht ohne Grund ganz unten in der Liste. Ich will mal gleich. Ja, darauf kommt es ja aber auch nicht an, ne? Nee, natürlich nicht. Darum geht's mir auch nicht. Ich bin mal. Oh, trotzdem ich bin mal gespannt, wo ich gelandet bin. Eine EP bekommen. Cool. Weiter bist du. Ah, cool. Ja, das waren die Decaps natürlich auch, ne? Okay. Ja. So, du willst nochmal. Willst du nochmal Piken spielen? Dann wechsle ich nicht mal meinen Gen jetzt. Willst du nochmal Piken spielen? Ich mache sehr gerne nochmal Piken. Okay, dann wechsle ich nochmal meinen Gen. Dann würde ich aber für mich hier jetzt einen neuen Part aufnehmen. Nachdem wir nämlich so einmal so kläglich versagt haben und jetzt so einmal heroisch gesiegt haben. Ja, da können wir das dann ruhig so machen. Ne? Okay. Dann hast du die Ehre jetzt auch, den Part zu beenden. Ja, dann sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Teil. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.